Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Matt Kurage und diese Therapie ist nach kostenlos. Genau, wir sind hier bei einem weiteren Unboxing. Vor mir habe ich die schicke Loot-Chest und zwar für den Februar 2015. Genau, 2015 Loot-Chest haben wir jetzt hier. Hier ist auch schon das professionelle Loot-Chest-Öffnungsgerät. Damit werden wir auch gleich mal anfangen und schauen blitzartig schnell einfach mal rein, was wir heute hier zu finden haben. So, eingekonnter Schnitt. Und die ganze Schose ist schon mal auf. So, ratzfatz aufgeklappt das Ganze. Und wir haben ein Lootbook. Und das Lootbook vom Februar. In einem neuen, schicken Design. Das sieht doch mal schon ganz toll aus. Auch neue Aufmachung. Hallo, lieber Looter. Kennt ihr das Gefühl, ihr sitzt vor einer Box mit unbekanntem Inhalt? Ich glaube, das Gefühl haben wir gerade. Voller Freude auf das, was in dieser Box sich befindet. Viele von euch kennen das Gefühl bereits, da bereits vier Monaten die Lootchests bekommen. Genau, wir haben sie jetzt auch schon ein paar Mal bekommen. Für die Neuen unter euch freut euch auf das Gefühl, ihr werdet es nun jeden Monat genießen können. So, da haben wir den ganzen Tag gelesen. Weiter möchte ich hier gar nicht blättern. Auch was die Jennifer Jäger hier so toll erzählt, das kann man sich dann später durchlesen. Davon erstmal genug, weil wir wollen nicht gucken. Wir wollen ja entdecken, was drin ist und nicht vorher gespoilert werden. So, was haben wir denn hier? Spontan, praktisch, lecker. Partystarter und Hangoverstopper. Was ist denn das ideal für zwischendurch? Energy Drinks mit Taurino-Koffein. Ach, Energy Drinks in Tütchenform. Das werde ich mal ausprobieren. Jetzt fehlt mir das Glas Wasser dafür. Dann kann ich das schlecht ein bisschen machen. Aber wir haben hier Energie in Tüten sozusagen. Hier haben wir den QR-Code für jeden, der scannen mag. Hier der Blick rein. Geht's hier weiter? Was haben wir denn hier? Original Space Keks Karamell Schokolade. Das ist was für die Leckermäulchen unter euch. Da könnt ihr lecker mal reinbeißen. Einen Keks Karamell Schokolade. Da ich auf meine Figur achten muss, lassen wir den auch lieber erstmal zu und gucken, was wir sonst noch hier haben. So, was haben wir denn hier? Transformers! Genau. Von Hasbro. Collectible Figur and 3D Puzzle Prizes. Das sieht schon mal ganz schick aus. Da wollen wir auf alle Fälle reingucken. Wie kriegen wir den am günstigsten auf? Jetzt sollten wir alle wegschauen, die sonst so Sammler sind. Ich habe ihn aus der Packung geholt. Genau, einmal aus der Packung holen. Hier noch ein bisschen mehr Verpackung und 3D Transformers. Ah, der wird dann hier drauf platziert, der Freund. Ah, schick, schick. Da haben wir einen Optimus Prime, würde ich sagen, ist das auch ganz schick, sehr fein gearbeitet. Die Bemalung ist super, sieht man vielleicht auf dem Video nicht ganz so gut, aber schön detailliert gezeichnet. Packen wir mal an dieser Ecke hin. Was haben wir noch hier drin? Ein 3D-Puzzle. Tja, die Frage ist nur, was kann ich damit puzzeln? Ah, ich verstehe, das gibt es mehrere davon, da haben wir mehrere 3D-Karten, wenn ich das richtig sehe. Da heißt es sammeln und wenn man alles zusammen hat, ergibt sich ein 3D-Puzzle. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Da haben wir eine Sammelkarte mit einem 3D-Puzzle-Teil. Optimus Prime, passt ja, haben wir da. Was gibt's denn noch hier? Transformers, Transformers Prime, Transformers. Ach, da haben wir die verschiedenen Kategorien, Jahrgänge und sowas. Sammelfiguren, auch ganz schick. Was haben wir denn hier? Care Earl Ravenser, ein Duftbaum. Damit riecht euer Auto genauso wie das von Batman. Ein Batman-Duftbaum. Den werde ich natürlich in mein schickes Auto packen und dann kann ich euch berichten, wie so ein Batman-Auto riecht. Toll, ein Duftbäumchen für... das ist aber schwer. Das ist aber schwer. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie eine Hundemarke. Öffnen wir das Ganze mal vorsichtig. Wumm, raus. Genau, Dead Space, eine Dead Space Hundemarke. So, haben wir das auch erledigt. Was haben wir denn hier Schickes da? Ah, hier haben wir eine Hundemarke im Dead Space Design. Ganz schick. Macht sich bestimmt schick um jeden Hals. Wer darauf steht, ganz schick. Auch recht schwer, muss man sagen. Das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Keine Plastik, das ist echtes Metall. Das ist super. So, was haben wir denn hier noch weiter? Hier, ein T-Shirt. T-Shirt. Ich hebe mal vorsichtig an. Ein T-Shirt. Und zwar Ryan Amusement. Das ist doch mal geil. Das ist Bioshock. Ein Bioshock-T-Shirt. Das werden wir sofort erstmal öffnen. Bioshock-T-Shirt. Einmal ausöffnen, Tüte weg damit. Oh, das ist schon schick.
ein schickes T-Shirt, und zwar Bioshock-T-Shirt. The Blast from the Past. Ah, Big Daddy Championship versus Songbird. Ein geiles Bioshock-T-Shirt, Master of the Ceremony, Sandra Cohen. Und zwar ist das Ganze am Wednesday, den 31. Dezember. Doors open 8 Uhr, direct from the ringside. Oh, Fort Frotlick. Ein schickes T-Shirt. Und das packen wir aber beiseite, weil hier ist noch eins drin. Wir haben noch ein schickes T-Shirt. Noch ein T-Shirt. Da gucken wir gleich mal rein. Was haben wir denn hier? Oh, oh. Die Verpackung sieht echt super. So, die Tür. Einmal Verpackung geöffnet. So, hallo Verpackung. Weg damit. Und zwar haben wir Enjoy Nuclear Cola. Nuclear Cola. Hier Fallout New Fallout lässt grüßen. Fallout New Vegas. Nuka Cola. Quantum. Ein geiles T-Shirt. Das sind zwei geile T-Shirts in einer Loot-Chest. Wer will denn mehr Nuka Cola? Das ist super. Ich werde es dann nachher auch mal anprobieren und kann nicht mal sagen, wie schick das ist. So ein T-Shirt macht nämlich glücklich, weil so ein T-Shirt macht nämlich nicht nackt. Das ist das Tolle daran. So, und was haben wir als letzter Abschluss hier noch drinne? Hier einmal, nicht Beowulf, ja, doch, Beowulf. Ja. Auch ein schickes Sticker. Mal gucken, die Ränder sind auch alle super geschnitten. Gefällt mir. Ein schicker Tisch, ein schicken Aufkleber. Also, das war doch eine super Sache. Wir haben wieder zwei T-Shirts. Wir sind wieder für die nächste Woche gewappnet. Haben schicke, saubere Sachen zum Anziehen. Eine Schlüsselband haben wir dabei. Dann haben wir hier den einen kleinen Optimus Prime 3D-Sammelfigur mit einem 3D-Puzzlekarte. Was ich ein bisschen schade finde, dass man hier nur eine Karte hat, wo man relativ wenig drauf sieht. Jetzt müsste man den Rest sammeln. Die Frage ist, wie viel braucht man für das ganze Puzzleteil? Hm? T-Shirts, hier kann man auch noch schick da T-Shirts, auch fein da einen Duftbaum à la Batman, damit ihr das Auto riecht wie bei Batman. Mich freut es. So, das war jetzt die Loot Chest für den Februar 2015. Wer hätte das gedacht, dass so tolle Sachen da drin sind und dergleichen. Was jetzt auch noch toll ist, ist das, was jetzt kommt. Das hier ist die Endcard. Willkommen auf meiner schicken Endcard. Die ist genauso super wie die Inne der Lutschest. Und zwar Videoempfehlung. Hier haben wir eine schicke Videoempfehlung. Und zwar Borderlands. Aktuell läuft ja, Borderlands läuft ja immer noch schön bei mir im Let's Play. Da sind wir weiter unterwegs auf dem Planeten Pandora. Hier könnt ihr reinschauen, wo wir gerade sind. Was wir gerade aktuell so treiben auf dem Planeten Pandora und dergleichen. So, der YouTube-Button, der führt euch zurück zum Kanal. Abonnieren ist angesagt. Das macht auch super. Weil dann könnt ihr weitere schicke Unboxes hier sehen. Was ich sonst noch hätte, tja, Social Media Kram, Google Plus, Facebook, Twitter, alles auch da, Links dazu unten in der Videobeschreibung. So, das war's dann jetzt von mir jetzt. Ich hoffe mal, ihr hattet Spaß bei der Unboxing, war wieder auch Spannendes dabei. Ihr könnt es mal unten reinschreiben in die Kommentare. Ich freue mich, denn ich mag gerne Kommentare lesen. So, bis dahin bleibt endlich nur eins zu sagen. Ich bin Mac Urago und sag Servus und Ade.